Meine Eltern sind kurz nach Anbahnung des Militärputsches nach Berlin gekommen. Damals war ich 6 Monate alt. Und wie viele kurdische, linke, alevitische sind auch meine Eltern mit mir ins Exil gegangen. Und die erste Station war Berlin. Hier bin ich dann zur Schule gegangen, also beziehungsweise vorher eine Kita-Einrichtung besucht, dann habe eine Grundschule besucht und habe dann von der Grundschule aus eine Gymnasialempfehlung bekommen. Und das Abitur habe ich erstmal abgebrochen, weil ich fühlte mich anfangs noch nicht so weit, ein Abitur anzustreben, ein Abitur zu machen, sondern ich wollte erstmal arbeiten, ich wollte erstmal andere Dinge machen. Und habe dann hier an der ersten staatlichen Fachschule, so hieß die damals, die Erzieherausbildung begonnen und habe die mit einem Staatsexamen abgeschlossen. Und war mir eigentlich schon während der Ausbildung hier bewusst, nicht im ersten Jahr, aber so im dritten Jahr war ich mir bewusst oder im Klaren, ich muss weiter studieren, ich muss irgendwie meine politischen Ziele, die ich noch im Kopf hatte, die muss ich irgendwie noch verwirklichen. Und in der als Erzieherin bleibend wäre das für mich sehr, sehr schwer gewesen. Ganz besonderer Motor war meine Mutter gewesen, die gesagt hat, studiert für mich mit, weil wenn ich die Möglichkeit bekommen hätte, ich hätte auch studiert, und fragte sich, was wäre aus mir geworden? Und ich bin gespannt, was aus euch werden wird. Damals hatte ich mir gesagt, gut, wenn ich dann studiere, dann werde ich wie alle anderen Studenten auch irgendwo jobben, kellnern, arbeiten, babysitten, mich so über Wasser halten. Und ein sehr guter Freund von mir meinte, nee, du machst politisch nebenbei so viel, organisierst Demonstrationen, trägst zur Aufklärung des Bankenskandals bei, bist für so viele Flüchtlinge da und lass uns das mal mit einem Stipendium probieren. Und das war für mich erstmal so, ja, ich war gar nicht davon ausgegangen, dass ich ein Stipendium erhalten würde. Und mein guter Freund eben Axel hat dann die Bewerbung geschrieben und hat die Bewerbung in meinem Namen sozusagen eingereicht. Hat mir das natürlich mitgeteilt, aber ich war davon ausgegangen, dass es eh nicht klappen wird. In den Tagen, wo ich auf die Antwort wartete und das Schreiben sah von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Kuvert war auf dem Beifahrersitz und ich traute mich einfach nicht, das Kuvert aufzumachen. Und dann war rot. Ich sagte, jetzt musst du dich trauen, das aufzumachen. Und machte auf und ich glaube, ich habe aus dem Auto gejubelt, ich habe die Musik laut gedreht und Leuten zugewunken und war super, super glücklich über die Stipendienzusage. Ich muss gestehen, ich war glücklicher über die Stipendienzusage als über die Hochschulzusage. Ich war einfach überwältigt. Es war ein ganz, ganz großes Ereignis für mich. Und ich bin froh, dass ich das Studium angestrebt habe, aufgenommen habe, beendet habe, weil es mich in vielerlei Dingen unheimlich geschult hat, meinen Horizont erweitert hat, soweit, dass ich heute sogar Filmemacherin bin, dass ich Drehbücher schreibe, dass ich Produzentin bin, dass ich Lehrerin bin und das ist alles mir im Studium ermöglicht oder durch das Studium ermöglicht worden. Als ich im Referendariat am Gymnasium anfing, war meine erste Kollegin, die mir zugeteilt wurde, die ehemalige Klassenlehrerin meines Bruders, die sehr rassistisch war, ist. Ich weiß nicht, inwiefern sie noch arbeitet und immer diese Haltung, es wird eh nichts bringen, diese Kinder können eh nichts, sind Ghetto-Kinder, sind blöd und dumm. Also es ist im Grunde genommen vertane Mühe, Perle vor die Säue. Und ich dachte mir so, ja, aber die sitzen ja jetzt vor uns und wir müssen die ja so oder so unterrichten. Also wenn wir jetzt nach dem Prinzip gehen, also können wir doch auch diese Kinder erreichen. Und da war sie aber sehr, sehr voreingenommen und hat mir immer wieder versucht, den Idealismus abzusprechen. Und da ist mir klar geworden, dass ich auch diese Lehrer zu meiner Schulzeit hatte. Und das war hart, weil man ja doch hofft insgemein, dass sich Dinge ändern im Laufe der Jahre. Aber es war, diese Generation unterrichtete eben immer noch und ja, demütigte nach wie vor Schülerinnen, so wie ich eins gedemütigt wurde. Ein Schüler wollte zum Beispiel mit Schwimmen gehen und traute sich, also entweder wurde er in die Parallelklasse in der Zeit
versetzt oder musste dort bleiben. Eine andere Schülerin, die an bestimmten Tonübungen nicht teilnehmen wollte. Und da habe ich mich mit den Kindern mal in der Pause zusammengesetzt und gesagt, warum möchtet ihr eigentlich nicht am Schwimmunterricht? Es macht doch Spaß und am Ton. Und das eine Kind erzählte eben, dass es im Mittelmeer fast ums Leben gekommen wäre und ein älterer Mann hinterher sprang und ihm das Leben gerettet hat. Und dann habe ich mich mit den Kindern hingesetzt und gesagt, was haltet ihr von der Idee, wenn wir das als Drehbuch mal aufschreiben und einen Film drehen? Und dann bin ich mit der Idee zum Schulleiter gegangen und habe ihn gefragt, was er denn von der Idee hält, wenn ich mit diesen Kindern einen Film drehe, die ja traumatische Erlebnisse haben. Und er willigte sofort ein, meinte, tolle Idee, mach das definitiv. Und dann habe ich angefangen, mit den Kindern das Drehbuch zu entwickeln. Und entstand der Film, der erste Film Frühlingskinder, wo es um die Flucht von 6 Kindern geht aus Syrien, wo sich 3 der Kinder auf den Landweg begeben müssen und 3 den Seeweg, weil das Boot nicht alle Kinder aufnehmen kann. Und nach 2 Monaten treffen die Kinder sich hier in Berlin an einem schönen Frühlingstag wieder. Gut, der Lehrerberuf ist ein großartiger Beruf. Man arbeitet jeden Tag mit Kindern, mit der Zukunft. Und es ist ein idealistischer Beruf. Und zu sehen, dass zwei meiner ehemaligen Schülerinnen studiert haben und am Anfang des Studiums dann mich angeschrieben haben, ob ich ihnen ein Empfehlungsschreiben formulieren würde. Und das habe ich natürlich auch gemacht, um sich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu bewerben, um studieren zu können. Das sind nämlich auch Arbeiterkinder und es hat funktioniert durch das Empfehlungsschreiben, wo ich mich sehr freue, studieren die beiden und einer meiner ehemaligen Schüler arbeitet sogar mit mir zusammen. Und das ist für mich ganz, ganz große Klasse. Und ich freue mich sehr, dass diese und noch viele andere hoffentlich studieren werden. Und umso schöner ist es, wenn es bei so einer tollen Stiftung ist wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung.